So, guten Morgen miteinander, herzlich willkommen zum Daily Vlog in der Metzgerei Scheiber. Du hast mich gerufen, weil du hast ganz eine spezielle Spezialität heute, gell? Jawohl, wir machen heute zuerst mal Bison Hamburger mit Fleisch von Kanada. Bisonfleisch. Wo ich den Betriebsleiter kenne in Kanada, wo ich vor 25 Jahren zusammen mit der Meisterprüfung gemacht habe. Der ist jetzt seit 15 Jahren. Wo wir heute das erste Mal die Hamburger machen. Aber sonst haben wir nichts anderes drin als Bison. Bisonfleisch ist eine absolute Spezialität in der Gegend, ja? Ja, das ist so. Ich bin der einzige Fleischfachbetrieb hier in der Region, wo Bisonfleisch im Offenverkauf anbietet. Ein gelbes Rüebli und ein rotes Rüebli. Noch ein schöne Dings, ein Bart rein. Und dann jetzt lässt du noch das zweite Mal durch, damit es ganz fein wird. Ja? Richtig, das ist so, ja. So gut. Und eben Grillspezialität. Also das machen wir jetzt für den Sommer, für den Grill. Wir hoffen natürlich, dass wir das im Sommer auf dem Grill können den Leuten schmackhaft machen können. Jawohl. Also. Etwa 120 Gramm, alle genau gleich schwer. Ja, macht das gut, Hans-Peter. Ich habe gerade noch einen ausgebracht und probieren. Testen haben wir einen. Testen, hä? Das ist übrigens der Christian, das ist der junge Scheiber, auch er hat Metzger gelernt, oder? Hey, 71 Grad, 73 Grad jetzt, oder? Gut. Frische Hamburger-Buns von der Metzger-Bäckerei Zimmermann in Obergüsgen. Hat er wieder die frisch gemacht heute Morgen. Jetzt muss natürlich der Hamburger muss getestet werden. Also das ist jetzt eine Bärlauf-Bratwurst, heute Morgen frisch gemacht, noch warm und die darf ich jetzt geschwind geniessen, oder? Du, das ist richtig gut, weißt du das? Hä? Ja. Hä? Ja, ganz happy. So frisch, weißt du? Wie die so fein ist, darf ich jetzt noch mal ein Stück nehmen. Bärlauf-Bratwurst. Ketchup drauf rühren oder so, oder Mayonnaise noch verreckter. Da wär's schon. Yes. Da wär's. Und die so frisch, oder? Also jetzt darf ich mir hier schnell reinbeissen und das tun wir ein bisschen versteckt filmen, gell? Ja. So saft. Claudia und Werner Scheiber, danke vielmals, dass wir dürfen zuschauen, wie ihr da Pizza Hamburger gemacht habt. Und ist also fantastisch im Geschmack und ich empfehle euch das für im Sommer auf dem Grill einen schönen Pizza Hamburger, gell? Oder auch ein Entrecot. Weil so eine schöne Fleischstrecke hast du selten. Also danke vielmals. Tschüss zusammen. Danke für den Besuch und alles Gute. Das war es schon. Danke fürs Zuschauen. Und bis gleich. Danke. Tschüss zusammen. Abonnieren nicht vergessen. Tschüss zusammen. Danke.